Wenn man die Worte reichster deutscher YouTuber hört, denken die meisten wahrscheinlich entweder an Montana Black oder an Ellie Geller. Doch die Wahrheit sieht anders aus. Sein heutiges Vermögen wird auf über 100 Millionen Euro geschätzt und neben YouTube ist er vor allem in der Kryptoszene sehr aktiv und betreibt einen der erfolgreichsten Podcasts in Deutschland. Spätestens jetzt ist klar, dass es sich um Kian Hoss handelt. Von nahezu nichts im Kindesalter. Wenn ich neue Klamotten wollte, hat dann meine Mom teilweise monatelang darauf verzichtet, sich selber Klamotten zu holen. Und teilweise hatten wir sehr, sehr wenig Geld. Über mehrere YouTube-Accounts bis hin zum größten deutschen Krypto-Influencer. Doch der Weg war nicht leicht. Stell dir vor, du bist wieder 10 Jahre alt und deine Freunde haben die neuesten Spiele, Konsolen und coole Klamotten, während du dich fragst, wie du dir das jemals leisten kannst. Du hast keine reichen Eltern und dadurch auch kein Taschengeld, das für all die Dinge reicht, die du willst. Genau das war die Ausgangssituation von Kian Hoss. Alles, was er hatte, war ein alter Computer von seinem Vater, da dieser in der IT-Branche tätig war. Schon mit 10 Jahren verstand Kian die digitale Welt wie kaum ein anderer in seinem Alter und begann, auf einem Marktplatz namens Elite PvP Grafikdienstleistungen anzubieten. Über YouTube-Tutorials brachte er sich dann bei, wie man Logos, Website-Designs und sogar einfache Online-Shops erstellt. Über den Marktplatz bekam er dann seine ersten Aufträge und verdiente so 5 bis 30 Euro pro Auftrag. Schnell merkte er jedoch, dass er nicht sonderlich gut darin ist und fand auf einem anderen Marktplatz günstigere Anbieter für exakt dieselben Aufträge. Anstatt also jeden Auftrag selbst zu machen, beauftragte Kian andere Freelancer für ihn zu arbeiten. Das heißt, die Leute kommen zu mir und jedes Mal, wenn ein Auftrag kommt, gehe ich einfach darüber, leite den Auftrag weiter und nehme mir eine Marge. Heutzutage würde man das vielleicht als Dienstleistungsarbitrage bezeichnen und so baute er sich Stück für Stück sein eigenes kleines Business auf. Die Bezahlung lief über Paysafe-Karten, da er mit 10 Jahren noch kein Bankkonto hatte. Irgendwann tauchten auf dem Marktplatz Bitcoin- und Ethereum-Preisticker auf. Kian bemerkte anfangs nur die extrem krassen Preisschwankungen dieser neuen Währungen. Mit der Zeit wollten immer mehr Auftraggeber die Bezahlung über Krypto abwickeln, also richtete sich Kian ein Krypto-Wallet ein und kam so erstmals in Kontakt mit Kryptowährungen. Mit 15 Jahren startete Kian dann den YouTube-Kanal Pharao, auf dem er Reaktionsvideos hochlud. Da er einer der ersten im deutschen Raum war, der auf diesen Trend aufsprang, konnte er durch sein schnelles Handeln innerhalb von 6 Monaten von 0 auf eine halbe Million Abonnenten wachsen. Die Videos waren einfach zu produzieren, da er nur auf bereits bestehende YouTube-Videos reagieren musste. Und genau diesen Umstieg habe ich mit diesen Reaktionsvideos dann mit hinbekommen, weil diese Reaktionsvideos eben einfach in der Produktion waren. Diese einfachen Reaktionsvideos brachten ihm monatlich 5-stellige Einnahmen durch YouTube, die teilweise 20.000 Euro pro Monat überstiegen. Parallel zu seinem YouTube-Erfolg verfolgte Kian weiterhin sein Interesse an Kryptos. Er investierte viel Geld in Krypto, verlor jedoch aufgrund von Crashes, Wallet-Passwörtern, die er verloren hatte und unsicheren Handelsplattformen einen massiven Teil seines Kapitals. Einen großen Vorteil hatte Kian jedoch, einen autistischen Kollege aus seiner Gaming-Zeit. Dieser war mittlerweile extrem erfolgreich im Krypto-Trading und war eine Zeit lang Top-Trader auf der Börse BitMEX. Und ich gucke hoch auf seinen Nutzernamen und sehe, Alter, what the fuck, der Typ ist 17 so wie ich, aber hat halt nicht nur 10, sondern vielleicht 50, 60 oder 80 Millionen liquide in Krypto. Er brachte Kian bei, den Markt analytisch und logisch zu betrachten, anstatt sich von seinen Emotionen leiten zu lassen. Aber das war leichter gesagt als getan. Mit einem Startkapital von etwa 40.000 Dollar begann Kian richtig durchzustarten. Anfangs verlor er viel Geld, doch anstatt sich zurückzuziehen, analysierte er jeden Verlust. Durch reflektiertes Handeln und ständige Verbesserung seiner Trading-Strategie entwickelte er sich weiter. Die Kryptowelt war damals noch kleiner und volatiler als heute und Kian nutzte das für sich. Innerhalb weniger Monate verdiente er Hunderttausende Dollar. Besonders durch Initial Coin Offerings, sogenannte ICOs, konnte er von neuen Projekten profitieren. Doch es gab nicht nur Erfolge. Einer seiner größten Verluste zum damaligen Zeitpunkt passierte auf der Börse BitMEX. Liquidation Notice, also liquidiert mit über 100.000 weg, wo ich noch minderjährig war. Der Fehler? Zu hoher Hebel und mangelndes Risikomanagement. Kian erkannte schnell, dass Hebeltrading gefährlich ist, wenn es ohne vernünftige Absicherung betrieben wird und lernte eine wichtige Lektion. Der Erfolg im Trading liegt nicht nur in den Gewinnen, sondern im Vermeiden der großen Verluste. Mit 18 Jahren hatte Kian einen Betrag im unteren einstelligen Millionenbereich verdient. Den Großteil parkte er in Stablecoins, um bei guten Gelegenheiten wieder schnell zuschlagen zu können. Den Rest nutzte er, um sich ein paar seiner Träume zu erfüllen. Und was hat man mit 18 für Träume? Richtig, ein Ferrari 488 GTB. Doch als totaler Fahranfänger zerkratzte er schnell die Felgen und baute kleinere Unfälle. Später entschied er sich für ein C63 S-Coupé, welches zu seinem neuen Alltagsauto wurde. Seine Eltern, besonders sein Vater, standen dem schnellen Erfolg skeptisch gegenüber und warnten ihn vor dem schnellen Geld. Sie verglichen es mit einem Strohfeuer, das schnell auflodert, aber ebenso schnell wieder erlischt. Trotz des Erfolgs bestand sein Vater darauf, dass Kian studiert. Also schrieb sich Kian an der Humboldt-Universität in Berlin ein und besuchte die Vorlesung sogar ganze zweimal. Für Kian diente die Einschreibung eher dazu, dass seine Eltern Ruhe gaben und er sich weiterhin auf den Kryptomarkt und neue Projekte fokussieren konnte. Nachdem Kian viel Geld verdient hatte, merkte er, dass ihm langweilig wurde.
Er verbrachte seine Tage mit Zocken und erinnerte sich an den unerfüllten Wunsch nach Anerkennung und den Spaß, den er als Jugendlicher mit YouTube hatte. Daraufhin entschloss er sich, einen neuen Weg zu gehen und eröffnete den Vlog-Kanal Kyle Hoss. Dort lud er Videos aus seinem Alltag hoch und probierte sich sogar mit einem Rap-Song aus. Doch er stellte schnell fest, dass er darauf keine Lust hatte. 500.000 Abonnenten, das alles fühlte sich für ihn bedeutungslos an. Er hatte eine eigene Wohnung mitten in Berlin, Geld, Autos, aber kein Spaß mehr daran. Das war sein Traum, seit er 14 Jahre alt war, und nun war er herausgewachsen. Es war der erste Moment, in dem sich Kian depressiv fühlte und nicht wusste, wohin er gehen sollte. Er konnte sich nicht mehr mit seinem Content identifizieren und entschloss sich, seinen Kanal zu schließen. Wir schreiben das Jahr 2020 und plötzlich kommen Nachrichten heraus, dass der reichste Mann der Welt, Elon Musk, in Bitcoin investiert. Elon Musk hat jetzt mit Tesla investiert, der reichste Mann der Welt, mit einer der marktkapitalisierungsstärksten Unternehmen der Welt. Habe ich dann gesehen, okay, raff dich, es wird Zeit, wieder im Kryptomarkt aktiv zu werden. Und dann hatte ich auch ein, zwei Investments, die ich dann während des Bärenmarkts, als Bitcoin dann auf 3 gecrashed ist, die dann halt aufgingen, so ein paar Altcoins. Und dann hatte ich auch wieder noch mehr liquides Kryptokapital. Die Märkte stiegen rasant und Kian verdiente in dieser Zeit viel Geld. Er spielte mit den Gedanken, einen neuen YouTube-Kanal zu starten, der sich ausschließlich mit Krypto beschäftigt. Eine Idee, die er für den Kanal hatte, war, eine deutschsprachige Kryptobörse zu gründen und die Gründung auf dem Kanal zu dokumentieren. Doch er entschied sich dagegen, weil es in dieser Phase keinen Sinn für ihn ergab. Der Kryptomarkt war zu stark im Aufschwung. Und er hätte nicht genug Zeit gehabt, sich dieser Aufgabe zu widmen, da er im Bullenmarkt bereits genug Geld verdiente. Stattdessen eröffnete er den Kanal Hoss, auf dem er Krypto-Trading-Strategien, Tutorials und News rund um Kryptowährungen wie Was ist Bitcoin oder Trading wie die Profis hochlud. Der Kanal erwies sich als kluger Business-Move, da er die Möglichkeit bekam, neue Leute im Kryptobereich kennenzulernen, wie zum Beispiel den Gründer von FTX, und an verschiedenen Seed-Runden teilzunehmen. Dort bekam er die Chance, in Projekte zu investieren, bevor die breite Masse die Möglichkeit dazu hatte. Auch seine Tutorials auf der Plattform FTX, die 100.000-fach geklickt wurden, brachten ihm durch Affiliate-Links Geld. Wenn sich jemand über seinen Link anmeldete, profitierte der geworbene Nutzer von den niedrigen Trading-Gebühren, die er durch seine Verbindung und die frühe Promotion der Kryptobörse ausgehandelt hatte. Das lockte viele Leute an, die sich dort Accounts erstellten. Bei jeder Transaktion verdiente Kian mit, ein echtes Win-Win-Szenario. Die Zuschauer lernten etwas über Krypto, konnten durch seinen Link günstig handeln und er verdiente daran. Doch das änderte sich mit dem Kollaps von FTX. Kian hatte FTX als seriöse und einzige Plattform auf seinem Kanal beworben, gleichzeitig aber auch empfohlen, dass seine Zuschauer ihre Kryptowährungen auf Hard Wallet sichern sollten. Ironischerweise befolgte er diesen Ratschlag selbst nicht vollständig und ließ einen Großteil seines Vermögens gehebelt auf der Plattform. Glücklicherweise hatte er einen anderen Teil auf Hardware Wallets gesichert. Trotzdem machte ihm das Ganze zu schaffen, da er diese Plattform an seine Zuschauer empfohlen hatte und sich verantwortlich fühlte, sie im Kryptobereich zu schützen. Der finanzielle Verlust in Sachen FTX war gar nicht der schlimmste. Am meisten hat mich das aufgeregt, weil ich wirklich guten Gewissens moralisch für mich die beste Option versucht habe zu wählen, um wirklich auch die Leute irgendwo zu schützen, weil ich dachte, okay, das ist die sicherste Plattform. Und dass es dann gerade diese Plattform nicht war und dass gerade dann die Leute dort Geld verloren haben, das hat mich abgefuckt. Natürlich die Leute, die angewiesen sind oder angewiesen waren auf das Geld, das hat mich am meisten getroffen. Aber eben auch, dass ich mich affiliated habe so stark mit denen, weil ich gesagt habe, das sind die Besten. Und dann waren sie es nicht. Nach dem Verfahren und der Inhaftierung von SBF haben Anleger, darunter auch Kian, einen Teil des Geldes zurückerhalten. Trotz dieser schwierigen Phase schaffte er es, weiter Videos zu veröffentlichen, die seine Zuschauer sehr schätzten. Insbesondere, weil er auch in schwierigen Marktphasen verständlich erklären konnte, welche Erwartungen man haben sollte. Einige Zeit verging und Kian Hoss entschloss sich zusammen mit Philipp Hopf, den Podcast Hoss und Hopf zu gründen. In diesem Podcast sprechen sie über Wirtschaft, Politik, Alltägliches und andere Themen, die sie beschäftigen. Ein Wettbewerb, bei dem derjenige mit den meisten Social-Media-Aufrufen 500 Euro von einem 2.000 € Preispool gewinnen konnte, den sich die restlichen Platzierten teilten, brachte dem Podcast schnell große Popularität. In kürzester Zeit erreichten sie über 300.000 Abonnenten auf YouTube und wurden zum meistgehörten Podcast auf Spotify in Deutschland.
Diese Art von Marketing führte jedoch dazu, dass stundenlange Gespräche dramatisiert in kurzen Clips, teilweise nur sekundenlang gepostet wurden. Das führte zu einem Shitstorm und die beiden mussten in verschiedenen Stellungnahmen zurückrudern. Zusätzlich wurden sie wegen einer Podcast-Folge auf 250.000 Euro verklagt, welche sie laut aktuellem Stand nicht zahlen müssen, da sie die Folge direkt offline genommen haben. Das Ergebnis der Klage steht noch aus. Zurzeit lebt Horst seit einiger Zeit in Dubai und dort ist er sehr zufrieden. Ab und zu reist er mit einem Privatjet nach Deutschland und tritt bei seinen Kollegen auf Podcasts auf. Über sein Vermögen wird viel spekuliert, aber es dürfte um die 100 Millionen Euro liegen. Wenn du das Video bis hierhin angeschaut hast, dann abonniere doch gerne den Kanal, um nichts mehr zu verpassen.